Handys aus. Hunger aus, Handys aus.
Thank you.
Ja, ganz herzlich willkommen von uns an alle Leute da draußen aus der Feuerwache in Mannheim. Wir haben hier zusammengefunden, trotz schwierigster Bedingungen. Es hätte sogar schon letztes Jahr stattfinden sollen und musste dann verschoben werden. In diesem Jahr hatten wir jetzt die Möglichkeiten, durch extreme Vorsichtsmaßnahmen und Testen und Isolieren und große Abstände, Monitore, alles einzuhalten. Und leider konnten wir natürlich kein Publikum
reinlassen hier in die Feuerwache. Deswegen haben wir für euch, für sie einen Stream gemacht. Und ich hoffe, es bringt auch so ein bisschen Spaß. Wir haben nach dieser langen Zwangspause richtig Bock zu spielen. Und ich bin wahnsinnig froh und dankbar und geehrt, dass diese fantastischen Musiker mitgezogen haben und einfach gesagt haben, okay, wir sind dabei, wir spielen das. Und wir haben gerade gehört an der Posaune Nils Wogram. An der Trompete Bastian Stein. Am Bass David Helm. Der Mann in dem roten Shirt hat vorhin schon gespielt, der kommt jetzt gleich wieder. Steffen Schorn. Am Schlagzeug Fabian Ahrens. Klavier Pablo Held. So, dann, das war das zweite Stück, was ich gerade angesagt habe. Das heißt Armageddon. Hat nichts zu tun mit diesem, ich weiß nicht, biblischen Kontext, sondern mit Schachspielen. Da gibt es, wenn ein Turnier unentschieden ausgeht nach der so und so vielten Partie, wird es dann immer schneller, gibt es schnell Partien. Und dann, wenn immer noch dann unentschieden ist, gibt es eine tödliche letzte Partie. Die heißt Armageddon. Und da kann es nur einen Sieger geben. Einer hat eine Minute weniger und der andere hat schwarz, irgend sowas. Und das habe ich, so eine Armageddon-Partie habe ich geguckt im Live-Ticker, als ich das Stück geschrieben habe. Und es war halt extrem spannend und mies und das ist da vielleicht noch ein bisschen mit reingerutscht. Das Stück davor ist lustigerweise basierend auf demselben Material, obwohl es ganz, ganz anders klingt. Mir ist nämlich nach einer Weile aufgefallen, dass das Klavier weiße und schwarze Tasten hat und dass man die ähnlich wie ein Schachbrett so, man kann da so Züge machen, immer schwarz-weiß oder zwei schwarze, zwei weiße und so, wie der Springer, wie der Läufer und der Turm. Da gibt es, man kann da so seine eigenen Wege finden und das war sowohl bei Armageddon so, als auch bei dem ersten Stück. Da ist es etwas bluesiger ausgefallen und deswegen heißt das Infrablue. Und da waren die Solisten. Zuerst Pablo Held am Klavier. Dann hat der gesamte Posaunensatz improvisiert. Da ist Jan Schreiner, Nils Wogram, Moritz Wesp und Shannon Barnett. Altsaxophon-Solo von Leo Huhn. Und dann nochmal an der Trompete Bastian Stein. Okay, ich höre auf mit Reden und wir spielen weiter ein Stück, das featured John Dennis Renken an der Trompete und der Elektronik und noch weitere Spieler, die ich dann ansagen werde. Viel Spaß mit Unleash.
Thank you.
auch ich wollte eigentlich nicht viel reden, aber ich muss doch hin und wieder was sagen. Die Inspiration für dieses Stück kam eigentlich daher, dass ich mal mit Steffen arbeiten durfte, als er eine große Band geleitet hat und ich da Teilnehmer oder Mitspieler war. Und da hat er von der Walking Ballad geschwärmt. Und das war mir bis dahin kein so richtig klarer Begriff gewesen. Und ich hatte Steffen eigentlich viel als Spieler tiefer Instrumente gekannt. Und in dem Projekt hat er Tenor gespielt. Und das hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt. Und dann dachte ich, okay, schreibe ich eine Walking Ballad, wo Steffen Tenor spielt. Und dann schrieb er, dass er gerade noch ein anderes Instrument am Start hat, was wir gerade gehört haben, was ein bisschen kleiner ist und C Melody heißt. Und ja, das war nicht so schwer, dann im Notationsprogramm das nochmal umtransponieren, oder wie es heißt. Genau, deswegen, und es ist natürlich eine große Freude, mit Leuten arbeiten zu dürfen, die so eine Deepness und Erfahrung mit reinbringen. Und also ich habe das Gefühl, dass alle Musiker, die hier versammelt sind, es einfach immer genießen, den anderen beim Spielen zuzuhören. Und es ist einfach eine Freude, die wir lange nicht gehabt haben. Und insofern, uns macht das enorm Freude, hier zu sein. Und Steffen Schorn. Und ich bin auch sehr froh, ich habe das der Band schon gesagt, also alle Leute, die hier sitzen, habe ich aus irgendeinem bestimmten Grund gefragt, und John Dennis Renken bringt hier eine Essener Ruhrgebietsenergie in die Band, die einfach, das darf man nicht unterschätzen, die regionalen Energien von Bundesländern sind unterschiedlich und Städten, und das fehlt uns, wenn wir das nicht haben. Und deswegen habe ich dieses Feature für John Dennis geschrieben, also, und mit dem gesamten Elektronikapparat, von dem ich nichts verstehe. Vielen Dank, John Dennis Renken an der Trompete. Ich erzähle dir später mal, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, das weißt du gar nicht mehr. Nee, das war noch vorher. Sag ich nicht. Okay. Einschulung, genau. Wir spielen jetzt noch ein Stück, dann machen wir Livestream unüblich eine kleine Pause, wo wir eine rauchen gehen. Und danach machen wir weiter, weil wir einfach noch so viele Stücke haben, die wir noch spielen wollen. Die Pause machen wir nicht riesig lang, Viertelstunde. Und wir beschließen den ersten Set mit einem Feature für Uli Kempendorf aus Berlin. Und das Stück heißt Morpheus. Thank you.
Thank you.
Dorf. An der Posaune Moritz Wesp. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder da.
Thank you.
Vielen Dank. Ich hoffe, ihr klatscht da im Netz. Wir hören hier nichts. Schreibt es in die Medien. Das Stück heißt Weave, was wir gerade gespielt haben. Leo nochmal gefeatured, diesmal an Synthesizer zusammen mit einem speziellen Saxophon, ich habe es vergessen. Okay, nein, ich dachte die Marke, aber genau, das war das Intro zu dem Stück. Und Leo Huhn. Dann hat jemand Solo gespielt, auch jemand, ach so, Leo, wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Ich weiß nicht, ob du es weißt. A-Theater? Könnte sein. Ah, genau, bei mir. Oder beim Indisch Essen in Delbrück, wo wir danach noch im Wohnzimmer gejammt haben. Weißt du? Gierater Straße, würde ich sagen. Ne, könnte sein. Oder auf einem von diesen Sommerfesten da in der Garage. Also, es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte. Und das andere Solo oder zweite Solo, mittlere, erste Solo im Stück hat Nils Wogram gespielt. Nils Wogram. Genau, mit Nils gibt es sehr alte Anknüpfungspunkte, irgendwie schon, wir haben schon bei Jugend musiziert zusammen gespielt. Genau, da haben wir die Ballade von Frank Martin für Klavier, für Posaune und Orchester mit Klavierauszugbegleitung gespielt. Genau. Sixpack. Genau. Ja, genau. Und dann in Vordorf sind wir immer gefahren zu BIM oder so, zu dem. BIM Meyer. Genau. New Orleans Band, ne? Ja. Okay, also es gibt so einige Querverbindungen, versteckte Connections und so weiter hier, überall. Und dann, das führt mich auch zu dem zweiten Solisten von Weave, zu Pablo Held, den ich viel, viel jünger erst kenne, nee, so sagt man das nicht, kürzer, genau. Und einmal vor etwa 10 Jahren im Subway, habe ich schon mal gesagt, habe ich den Pablo gehört mit Sebastian Gillis Band. Und da haben die beiden so irgendwas gespielt, so toll gespielt, dass ich dann nach Hause kam und am nächsten Tag versucht habe, auch sowas zu schreiben. Und tatsächlich dieses Stück, als ich dann dieses Projekt hier gestartet habe, dachte ich, das müssen die beiden jetzt unbedingt auf den Leib geschrieben kriegen. Das heißt Blauen. Und featured Sebastian Gille am Tenor und Pablo Held am Klavier. Thank you.
Qualität. Thank you.
Matthias Bergmann. Das ist ein ganz nördlicher Einfluss. Ich versuche auch mal die Verbindung. Jugendjazzorchester Niedersachsen, genau. Das ist die erste Verbindung. Ganz genau. Und dann verschiedene Small Groups. Wahnsinn. Man muss aufpassen, dass man nicht nur einfach hier sitzt und zuhört und vergisst, irgendwelche Cues zu geben und so. Das ist sehr schön. Ja, wir kommen leider schon. Habe ich jetzt vergessen, was anzusagen? Loops hieß das. Wir kommen leider zum letzten Stück schon des Abends. Danach gehen wir rauchen. Danach folgt eine kurze Pause und dann kommt der dritte Set. Nein, wir spielen noch ein
kleines Werk, das heißt Ritus. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Alten Feuerwache, dass wir hier spielen können in dieser besonderen Situation. Bei der Musikhochschule in Mannheim, wo ich unterrichte und wo auch ein paar dieser Stücke, die wir heute Abend gespielt haben, auf eine Art getriggert worden sind, weil es da so ein Modell gibt, das heißt, bleib mal ein bisschen zu Hause, mach mal, was du willst und schau mal, was bei rauskommt. Und da war ich dann so dumm, ein Large Ensemble Projekt anzufangen. Und die Zeit hat dann überhaupt nicht gereicht. Und ich hatte dann, ich weiß nicht, vielleicht einen Teil geschrieben oder so. Aber dann hat es mich halt nicht losgelassen und dann ging es weiter. Und heute haben wir es endlich mal auf die Bühne gekriegt. Mein allergrößter Dank geht an alle Musiker, die das einfach mitmachen. Danke euch. Ich möchte alle Namen sagen. Sebastian Gille. Leonard Huhn. Ach so, Johannes Ludwig, da muss ich auch noch was zu sagen. Er ist ein Bruder im Geiste von mir. Wir haben eine Band, die Brüder heißt, so ähnlich auf Englisch. Ich mache jetzt keine Werbung für uns. Und weil ich halt weiß, was er gerne spielt, konnte ich in dem folgenden Stück so eine Passage einbauen, wo er quasi mit verbundenen Augen auf harmonisches Glatteis geführt wird und sich da zurechtfinden muss. Was mich immer wieder verblüfft, wie das gehen kann. Aber es geht und wir werden es gleich hören. Und im folgenden Stück kommt auch Steffen nochmal mit einem ganz anderen Instrument. Es gibt so viele Geschichten. Ich weiß gar nicht. Ich kann nicht alles erzählen. Ich kann nicht alles erzählen. Ja, ja. Ja, nein, ich habe dich nie vergessen. Keine Sorge, keine Sorge. Und Shannon spielt. Auch so eine Art Hürdenlauf von Sachen, die unter dir drunter passieren. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Ich freue mich schon drauf. Das war schön. Vor ein paar Tagen hat Pablo mich angerufen und hatte irgendwas, ein kleines Problem irgendwie auf meinen Beantworter. Und dann kam dieser wunderschöne Satz: Ich weiß nicht, wie ich dieses Telefonat jetzt beenden soll. Das hat mich tief beeindruckt, weil das geht mir bei Ansagen so. Deswegen, ich danke an alle, denen Dank gebührt, und das sind viele, und wir spielen das letzte Stück, das heißt Ritus, und dann noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Das habe ich vergessen, die Band ist noch längst nicht vorbei. Uli Kempendorf am Tenorsaxophon. Jan Schreiner, Posaune und Tuba. Moritz Wesp, Posaune. Das muss ich auch noch sagen, wo wir uns zuerst gesehen haben, ich weiß nicht, ob du das weißt, das war ein Software-Workshop in Raum 150. Und da habe ich dich zum ersten Mal gehört. Und dann noch verschiedene Male später. Vertiefen wir beim Rauchen. Nils Wogam, Posaune. Shannon Barnett, Posaune. Matthias Bergmann, Trompete. John Dennis Renken, Trompete. Liedtrompete, Chris Mehler. Bastian Stein, Trompete.
die Rhythmusgruppe, das ist mit das Wichtigste. Dieses ganze Projekt, habe ich ganz vergessen zu sagen, heißt Semi-Song. Und das bedeutet nichts anderes, als dass nur die Hälfte des Materials kompositorisch so beigesteuert werden soll. Und die andere Hälfte halt eher improvisiert wird von den Leuten, weil es einfach eine Ressourcenverschwendung wäre, wenn man so großartige Musiker versammelt und die dann einfach immer nur dieses Notenkram spielen. Genau, und die Rhythmusgruppe hat einen extremen Anteil davon, wir haben es gehört. Und ich bin froh, dass meine Trio-Buddies sozusagen mitziehen. David Helm am Bass. Fabian Ahrens am Schlagzeug. Und am Klavier Pablo Held. Ritus.
Thank you.
Thank you.